Ich habe vorne gewohnt im Haus, im Hauptgebäude, in der Hauptstraße 28 und dort habe ich 20 Jahre gewohnt. Ich habe hier gelebt von 1948 bis 1969. Ja, wir waren eine Familie, Mutter, Vater und zwei Mädchen, meine Schwester und ich. Wir sind nur ein Jahr auseinander vom Alter her und sind also hier sehr wohl behütet aufgewachsen. Unsere Wohnung war drei Zimmer. Wir hatten den Vorteil, dass wir schon ein Bad hatten. Das war ein ganz großer Luxus und eine Zentralheizung. Ansonsten war sie sehr groß und für uns auch zum Spielen sehr geeignet. Also wir haben ja hier auf dem Land gewohnt und unsere Freizeit haben wir nur draußen verbracht, hier auf dem Hof. Hier waren drei Höfe und hier war ein herrlicher Spielplatz für uns. Wir hatten natürlich auch viele Verbote, wo wir nicht hin durften. In die Häuser durften wir nicht und in die Ställe eigentlich nicht, aus hygienischen Gründen. Aber wir hatten den wunderschönen Park, da bin ich Rollschuh gelaufen und wir haben Verstecken gespielt, uns Höhlen gebaut. Ja, das Stadtgut sah früher im Prinzip genauso aus wie heute, außer dass natürlich jetzt gebaut wird. Das war das Haupthaus, das Lehrlingswohnheim und der eigentliche Unterschied war, hier war ja aufgrund der Tatsache, dass wir Ställe waren, hier der Kuhstall war ein riesengroßer Misthaufen genau vor dem Kuhstall und dort wurde, wie gesagt, wenn der Stall gesäubert wurde, der Misthaufen ständig erneuert und der Geruch war auch nicht gar nicht so ohne. Ansonsten war drei Höfe, es war der erste Hof, der eigentlich frei war, da war eine Tankstelle, ein Wiegerhaus. Das war natürlich der Unterschied. Das steht alles heute nicht mehr. Und hinten der Schweinestall steht nicht mehr heute. Der war auch da. Ein Eisengelumpe. Wir Kinder waren immer ganz scharf, ins Eisengelumpe zu gehen, was natürlich streng verboten war. Durften wir nicht, aber wir haben uns immer etwas einfallen lassen, um doch nochmal nach hinten zu gucken. Es war wie ein Magnet. Da lag Schrott. Altes landwirtschaftliche Geräte, die dort deponiert wurden. Und es war eine Scheune, eine große Scheune. Und die Pferdeställe, die sind natürlich heute alle nicht mehr. Es gab eine Schmiede, die ist hier gleich hinter dem Kuhstall. Die steht ja heute noch, die Schmiede. Und der Schmied hat da unentwegt gehämmert und Eisen geschmiedet. Und wir als Kinder haben da eben auch viel oft zugeguckt. Es gab eine Milchkammer, die war auch gleich da. Ich habe als Kind mit einer Milchkanne frische, gemolkene Milch geholt. Es war keine LPG, es war ein volkseigenes Gut. Der Schuppen hier hinter dem Kuhstall war ein großer Obstschuppen. Es war also nicht nur Viehhaltung. Eigentlich war es ja mehr Landwirtschaft in Form von Feldern bestellen. Und es wurden ja an den Feldern Obstbäume gepflanzt, Obstplantagen gab es. Wir sind als Kinder in den Ferien oft auf die Obstplantagen gegangen, haben also Obst gepflückt, Äpfel und Feldfrüchte waren eben auch da. Futter wurde angebaut, also es war ein Stadtgut, aber ich war Kind und hat mich nicht so brennend interessiert als Kind, muss ich mal ehrlich sagen. Hier gab es ja auch zwei Kindergärten. Im Park hinten war ein Kindergarten. Und vorne hier am Hofeingang, an einer Hofpforte, sage ich mal, war ein Kindergarten. Und ich bin im Kindergarten gewesen, vorne an der Straße, wo die Bushaltestelle ist, aus Berlin kommt, war ganz früher auch ein Kindergarten. Das war der erste, der hier in Blankenfelde überhaupt existiert hat. In Blankenfelde gab es schon immer eine Schule. Ich bin selbst hier zur Schule gegangen, meine Tochter ist hier zur Schule gegangen, alle Freundinnen, wir haben also heute immer noch Kontakt. Wir sind hier alle zur Schule gegangen. Es war eine Schule, eine Grundschule, ist heute auch wieder eine Grundschule, die bis zur 10. Klasse, 10 Klassenabschluss damals,
Und dann waren nicht mehr so viele Kinder im Ort. Dann wurden wir ab der 7. Klasse, sind wir dann alle mit dem Bus nach Pankow in unterschiedliche Schulen gegangen. Ja, also ich war Jungpionier. Ich bin eingeschult worden 1954. Wann ich Jungpionier wurde, weiß ich überhaupt nicht. Das spielte nicht so die vordergründige Rolle. Und Aktion kann ich mich nicht erinnern, weil wir hier doch anders gelebt haben, auch als Kinder, als in der Stadt. Wir waren immer zusammen, auch nach der Schule, weil wir hier immer alle gewohnt haben. Wir waren auch befreundet. Und es waren ja nicht nur die Kinder, die hier im Ort gelebt haben, sondern auch die Kinder aus der Stadtansiedlung Blankenfelde. Da habe ich dann die nächsten 30 Jahre gewohnt mit meinen alten Schulkameraden. Wir sind sehr bodenständig gewesen oder immer noch und sind auch hier geblieben. Und es waren die Kinder aus Arkenberge und Kinder teilweise aus noch hier aus daheim hier Richtung Pankow. Und ja, wir haben unsere Freizeit sowieso verbracht, so mit Jungpionieren, so Aktionen. Doch, ich kann mich doch erinnern, und zwar diese Aktion mit Altpapiersammlung und so. So eine Aktion sind passiert. Da haben wir uns getroffen und haben Altpapier und Flaschen gesammelt. Und wir hatten vis-à-vis vom Gut eine herrliche Annahmestelle. Wir brauchten also nicht irgendwo hinfahren oder so, haben das abgegeben und haben Geld bekommen, weiß ich nicht wie viel. Und dafür haben wir Klassenfahrten gemacht. Ich hatte das Glück, einen Klassenlehrer zu haben, der sehr aktiv war. Der hat mit uns Radtouren gemacht. Wir haben eine Radtour bis Leipzig gemacht. Wir waren in Himmelfort, alles mit dem Fahrrad. Und da waren wir noch hier in Blankenfelde, also in der Grundschule. Also noch nicht, das war älter und jugendlich. Wir waren eigentlich noch Kinder. Und da waren wir 6. Klasse, 7. Klasse, da haben wir solche Touren gemacht. Und wir waren in Landschulheim, aber geschuldet, ich hatte das Glück, in dieser Klasse zu sein, wo unser Klassenlehrer das alles mit uns gemacht hat. Und die ganze Sache, muss ich ehrlich sagen, lief auch sehr unpolitisch ab. Die war reiner Freude, sage ich mal.